Wir starten mit der Marinade. Für diese braucht ihr Chili, Sojasauce, Sesamöl und Honig. Für zwei Personen mischen wir 2 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Nach Geschmack von dem Sesamöl, ich nehme da nicht so gerne viel, weil ich finde, es schmeckt sehr streng. Dann packen wir noch einen guten Esslöffel Honig dazu und würzen das Ganze noch mit ein bisschen Chili-Pulver. Das ist die Marinade für das Hähnchen. Die mischen wir jetzt mal gut durch und stellen sie zur Seite. Dann etwa 250 Gramm Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke schneiden. Dann geben wir die vorhin angerührte Marinade über das Hähnchen. Gebt noch ein bisschen Chili dazu. Das kann eigentlich nie genug Chili sein, finde ich. So. Und dann ab damit in den Kühlschrank für etwa 20 Minuten. Die Zeit, in der das Hähnchen im Kühlschrank mariniert, nutze ich, um die Mango zu schälen und in Stücke zu schneiden und den Salat zu putzen. Das zeige ich euch aber nicht, oder? Das ist doch echt langweilig. Die Mango habe ich in etwa 1 cm große Würfel geschnitten und noch ein paar Scheibchen zum Garnieren aufgehoben. Und jetzt machen wir auch schon das Salatdressing. Ihr könnt ja entweder Mayo nehmen oder wie ich so eine vegane Creme. Da nehmt ihr 2 Esslöffel, gebt oben drüber. Ich spare mir den Schritt mit dem Verrühren immer gerne und nehme lieber ein Schraubverschlussglas, schraubt den Deckel drauf und schüttelt das Ganze gut durch. Das mischt auch. Als nächstes rösten wir eine Handvoll Cashewkerne in der Pfanne an. Dann geben wir ein bisschen Öl in die Pfanne und darin das Hähnchen an. So, die Mango, die wir nicht zum Garnieren brauchen, also die Würfel, tun wir auch in der Pfanne ein bisschen erwärmen. Und schon beginnen wir auch mit dem Anrichten. Wir nehmen von dem Salat, ich habe hier so einen ganz bunt gemischten, immer noch so ein paar rote Chicorée dazu, das sieht immer schön aus. Und dann einfach noch von den Hühnchenstückchen drüber geben. Mischen den Salat mit ein bisschen von unserem Dressing. Geben von unseren Mangowürfeln nach Geschmack dazu. Ein bisschen Koriander, beziehungsweise gern viel Koriander. Ich hatte nicht viel. Und schon ist der Salat fertig. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Guten Appetit!